Richtig dünn war Alexa Maria Suholt, 52, nie. Bei einer Größe von 1,72 Metern trug die Schauspielerin, in aller Freundschaft, Konfektionsgröße 42-44, und fühlte sich in ihrem Körper pudelwohl. Ich hatte immer das Glück, eine Taille zu haben und eine venusische Hüfte. Ich gefiel mir, erzählt die Berlinerin im Bunte Gespräch. Ich halte die Body Positivity Bewegung für uns Frauen für ganz wichtig und bin der Meinung, dass jeder Körper auf seine Weise schön ist, auch wenn er nicht dem von der Gesellschaft diktierten Schönheitsideal entspricht. Jede Frau muss für sich selbst entscheiden dürfen, ob und wie sie sich schön findet. Doch im vergangenen Jahr nahm die Mutter eines erwachsenen Sohnes innerhalb von Monaten ganz dolle zu, ohne dass ich mehr gegessen hätte. Auch sei sie morgens beim Aufwachen müde und kaputt gewesen. Ich hatte Gelenkschmerzen, fühlte mich den ganzen Tag über angestrengt und antriebsarm. Bis sie endlich zum Arzt ging, einen Hormonspiegel machen ließ. Da wurde dann auch festgestellt, dass neben den üblichen wechselhormonellen Schwankungen meine Schilddrüse nicht funktioniert. Sie hat eine Unterfunktion und arbeitet kaum. Der Arzt verschrieb mir das Medikament L-Thyroxin, und schon nach 2 Wochen kam die lebensfröhliche Frau, die ich von früher kannte, zurück. Im Januar 2020 fing Alexa Maria Suholt dann an, ihre Ernährung umzustellen. Bis heute nahm sie ohne Diät und ohne übermäßig viel Sport zu treiben fast 20 Kilo ab, erzählt sie Bunte.